Auf wie viele verschiedene Arten kann man 60 als Summe von zwei Primzahlen schreiben? Zwei Summen, die sich nur durch die Reihenfolge der Glieder unterscheiden, werden als identisch angesehen. Zuerst filtern wir alle Primzahlen zwischen 0 und 60 aus dieser Tabelle heraus. Die 0 und die 1, das sind keine Primzahlen. Die kleinste Primzahl ist die 2. Alle weiteren Vielfache von 2 können als Primzahlen ausgeschlossen werden. Die nächste Primzahl ist die 3. Alle weiteren Vielfache von 3 werden als Primzahlen ausgeschlossen. Die nächste Primzahl ist die 5. Alle weiteren Vielfache von 5 werden als Primzahlen ausgeschlossen. Die nächste Primzahl ist die 7. Das einzige Vielfache von 7, das als Primzahl noch nicht ausgeschlossen ist, ist die 49. Also schließen wir die auch noch aus. Die Zahlen, die in dieser Tabelle nicht durchgestrichen sind, das sind alle Primzahlen zwischen 2 und 59. Wir werden jetzt aus dieser Tabelle die Primzahlenpaare heraussuchen, deren Primzahlen als Summe 60 haben. Beginnen wir mit der größten Zahl 59. Die 59 kann mit der kleinsten Primzahl 2 addiert werden, aber die Summe ergibt 61 und das ist größer als 60, also schließen wir die 59 aus. Von oben angefangen, das heißt bei der größten Zahl angefangen, ist die nächste 53. Die 53 können wir mit der 7 addieren, sodass die Summe dieser zwei Primzahlen 60 ergibt. Das ist also solch ein Primzahlenpaar. Solche Paare suchen wir. Schauen wir die nächste Primzahl, das ist die 47. 47 kann addiert werden mit der 13. Und die Summe ergibt 60. Das weitere Primzahlenpaar, das in Frage kommt, ist 43 und 17. Die Summe ergibt effektiv 60. Ein nächstes Primzahlenpaar ist 41, 19. Diese Summe ergibt ebenfalls 60. Wir haben noch dieses Primzahlenpaar 37 und 23. Und das letzte Primzahlenpaar, das in Frage kommt, das ist das Zahlenpaar 31, 29. Wie viele Möglichkeiten haben wir also? 6. Und somit ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.